Wir grüßen euch zur zweiten Folge von Lisa Malü bringt Luis das Kochen bei. Und heute machen wir die vermeintlich einfachen Spaghetti Carbonara. Los geht's. So Luis, Spaghetti Carbonara. Was sagt dir das? Was kommt denn da rein? Weißt du das? Sahne, Ei, viel Speck natürlich. Hilf mir, spring ein, komm. Also, Speck ist richtig, Ei ist richtig. Und ich habe gesagt, vermeintlich einfache Carbonara, denn Sahne, das ist eingedeutscht. Sahne gehört in die echte Spaghetti Carbonara nicht rein. Die Bindung, die Soße, die machen wir quasi nur mit dem Ei. Und was noch reinkommt? Käse. Und zwar traditionell eine Mischung aus Parmesan und Pecorino. Wir nehmen jetzt heute aber einfach mal nur Parmesan. Und normalerweise würde man auch nicht einfach deutschen Speck verwenden, sondern Guanciale. Der ist auch besonders fettig. Aber auch das machen wir jetzt einfach mal mit Speck, weil den hat jeder zu Hause. Parmesan hat man auch eher zu Hause. So könnt ihr das auch viel einfacher nachkochen. Luis, womit würden wir starten? Was denkst du? Rein prinzipiell würde ich sagen mit den Eiern. Was denkst du denn, wie wir die machen müssen? Schlagen? Ja, auf jeden Fall müssen wir die schlagen und vermischen. Das ist schon mal richtig. Aber was braucht denn mitunter am längsten? Nudeln. Genau. Deswegen würden wir jetzt das Nudelwasser aufsetzen. Und parallel werden wir schon mal den Speck anbraten, weil wir die Pfanne, in der wir den Speck anbraten, nachher brauchen, um die Nudeln mit der Eimasse und allem zu vermischen. Okay? So, da haben wir wieder unsere kleinen Besucher. Ja, ja. Schön am Futter. Hallo Leila. Ah, in der Küche. Oh, ich glaube, ich sehe dich. Gehst du jetzt schön auf die Couch, dann kannst du da weiter futtern. Leila will immer mittendrin sein. Ist ja auch irgendwie schön. Ah, so ein Schweineohr ist aber auch fies, ey. So, Luis. Dann. Da habe ich dir schon den Topf hingestellt, allerdings habe ich noch kein Wasser reingemacht. Super. Das heißt, genau, mach den ruhig zwei Drittel voll. Super. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall was noch für das. Nudelwasser? Mache ich grundsätzlich immer falsch. Salz oder Olivenöl, eins von beiden. Ich muss jedes Mal nachgucken. Kein Öl, weil durch das Öl würde sich, also der Ölfilm würde sich um die Spaghetti legen und das würde verhindern, dass die Soße vernünftig aufgenommen wird. Ne? Weil es ist ja dann so glitschig, ölig und ja, wie dann war? Verschließen so ein bisschen in der Art. Genau. Wir brauchen reichlich Salz. Genau, da. Nimm mal den Salzstreuer. Drüssen. Achso. Und dann mach mal richtig, richtig Salz. Noch, noch, noch. Ach, jo. Ja, so passt. Okay. Dann kannst du die Herdplatte anstellen. Was war da oben links? Wie war das denn? Genau. Musst du da irgendwie noch so einen Special-Knopf drücken? Ja. Mach erstmal an. Höchste Stufe. Wir wollen das Wasser ja erstmal zum Kochen bringen. Ist das hier? Und dann machst du da links, genau. Wenn es leuchtet, ist es an. Ja, okay. Genau. Damit wir gucken, ob der Topf auch richtig auf beiden Platten verteilt steht. Ja, so ist es ungefähr. Ja, mega. Leila, geh auf die Couch, Schatz. Alles klar. So, in der Zwischenzeit kannst du auf jeden Fall den Speck ausbraten. Den habe ich dir hier einfach schon parat gestellt. Wir haben jetzt hier mal fertig gewürfelten genommen. Du brauchst auch nicht wirklich viel Öl in die Pfanne machen, weil wir haben ja hier auch schon Fett im Speck drin. Welches Öl nehmen wir denn am besten? Was habe ich denn gerade gesagt? Hast du mir überhaupt nicht zugehört? Ich war doch mit dem Brett beschäftigt. Ich habe gesagt, dass der Speck schon so viel Fett hat, dass wir gar nicht zwingend Öl brauchen. Ja, das heißt nicht zwingend oder kaum Öl, ja, ist nicht kein erst Öl. Wir gucken erstmal. Brat mal so, schmeiß mal direkt Pfanne, also Herdplatte, höchste Stufe. Da musst du auch gucken, es leuchtet, das ist gut. Und dann kannst du Speck reinmachen. Super.
schön, wie immer alles wieder sauber wegräumt. Und dann, genau. Erstmal den Sofa. Müssen wir da jetzt ohnehin erstmal warten, bis die Pfanne richtig heiß wird und wir den Speck anbraten können. Und in der Zwischenzeit kannst du schon mal die Eier aus dem Kühlschrank holen. Und habe ich auch da drauf gelegt, griffbereit, den Parmesan. Rieseneier vom Eiermann. Das ist ja auch mal lustig. Genau, und zwar brauchen wir 2 komplette Eier und ein Eigelb bei der Nudelmenge, die wir machen. Wir machen jetzt nur für 2 Personen, also so ca. 200 Gramm Spaghetti, und dann brauchen wir 2 ganze Eier und ein Eigelb. Wenn man jetzt 400 Gramm macht oder ja, 450 ungefähr, würde man einfach die doppelte Menge nehmen. Also 4 ganze Eier und nur 2 Eigelb. So, dann musst du dir mal noch eine Schüssel bitte besorgen. Hast du diese kleine Metallschüssel auch? Da oben in dem Schrank. Hier zischt es jetzt schon mal, der Speck fängt schon mal an zu braten. So, einmal für die Eier, einmal fürs Gelb. Super. So, jetzt kannst du die 2 Eier in eine Schüssel machen. Brauchen wir wahrscheinlich nur gar kein Messer, ne? Sonst nur für das. Ja, du hast ja diesen Trick da schon beim Omelett, ne? Um das Ei anzuschlagen, sozusagen. Sieht nur cool aus mit einem großen Messer. Ja, prima. Dann brauchen wir nur das Eigelb, das heißt Eier trennen, ne? Theoretisch brauche ich ja 2 Schüsseln. Nein, weil das Eigelb, das musst du hier zu den Eiern geben. Das heißt, da muss das Eiweiß rein und da dann gleich das Eigelb. Hast du schon mal ein Ei getrennt? Weißt du, wie das geht? Ja, ja. Das mir mal dann zeigen wir das aber mal den Zuschauern, die es nicht können. Das ist natürlich mit so einer kleinen Schale blöd. Ja, man muss aber mit dem Leben an Schale, was man hat. Genau, vorsichtig hin und her wippen, damit das Eiweiß am Eigelb vorbeiläuft. Und das Eigelb versuchen wir nicht kaputt zu machen. Ja, das passt. Wichtig ist eigentlich nur, sollte man das Eiweiß noch verwenden wollen, dann darf da kein Eigelb rein. Beim Eigelb darf ruhig ein bisschen Eiweiß dran sein, das ist nicht schlimm. Gut, dann Eigelb dazu. Alles klar. Und dann kümmere dich mal schnell um den Speck. Weil der fängt hier an, schon richtig schön kross zu werden. Stell mal bitte die Herdplatte etwas runter. Ja, der ist aber auch schon gut so. Und siehst du, dass wir gar kein Fett brauchen? Mhm. Ja. Ja. Dann schieb ruhig mal zur Seite, damit es nicht zu dunkel wird. Und dann können wir einen Teller besorgen und dann nehmen wir den Speck raus und lassen den auf Küchenkrepp abtropfen. Das hast du ja schon beim Omelett gezeigt, wie das geht und dass man das so macht. So, damit wir das ganze Fett nicht verlieren, weil das bringt ja den Geschmack, das wollen wir auf jeden Fall behalten, kannst du das mal hiermit auch rausnehmen. Das ist hier so eine Schöpfkelle. Tropf das so ein bisschen ab, genau, super. Hey, na Schatz, was möchtest du? Der Hund will was. Der riecht natürlich. Du riechst den Speck, Mäuschen. Ja, ist ja klar. Sie riecht den Speck. Was denn, Schwein? Kommt schon an. Nö, aber Speck ist doch viel spannender als ein Rinderohr. Ja, das Rinderohr ist weg. Nein, nein, so schnell schafft die das nicht kaputt.
Prima. Die Pfanne, habe ich ja gesagt, brauchen wir gleich wieder. Ne? Ich denke, das Nudelwasser braucht noch einen Moment. In der Zeit können wir aber... Ruhig. Hoppala. Leila, Leila, Leila. So, dann Eier verquirlen. Das Eiweiß brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Eier verquirlen, das sind die Gabeln, ne? Ja. Also im Endeffekt ist das ja jetzt die gleiche Stufe wie beim Omelett. Genau, das ist jetzt erstmal genau das Gleiche. Und Luis, weißt du denn, was die Schwierigkeit bei der Carbonara ist? Warum ich gesagt habe, vermeintlich einfache Carbonara? Konsistenz behalten. Konsistenz von was? Vom Ei. Genau, denn was darf nicht passieren? Wie sagt man da, das Ei gerinnt oder? Genau, heißt. Denn wir wollen ja eben nicht diese Rührei-Omelett-Konsistenz, sondern eine cremige Soße haben. Und deswegen ist extrem wichtig, jetzt bist du aber wieder im Rührmodus. Schlagen. Näher, los, Training. Ja, das sagst du so einfach, wenn du das schon Ewigkeiten machst. So, das heißt, wir müssen schauen, dass wir die richtige Temperatur auf jeden Fall erwischen. Und deswegen wird auch gleich die Pfanne gar nicht mehr erhitzt. Wir werden tatsächlich Nudelwasser mitverwenden. Und das Nudelwasser wird ja gleich auch noch heiß sein oder warm sein. Und das reicht dann eben aus. Gut, ich denke, das passt. So, dann müssen wir noch Parmesan reiben. Der ist ja bisher erst am Stück. Müssen wir den noch reiben. Wir brauchen eigentlich so 120 Gramm. Ich würde aber sagen, das passt schon. Mach einfach mal, das machen wir jetzt mal so ein bisschen nach gut dünken und nach Geschmack. Man kann ja auch gerne hinterher noch ein bisschen Parmesan. Wie mit Speck. Jetzt suchst du die Reibe, ne? Hm. In der Schublade. Ne, die da drüber. Vorne an. Kannst du einfach aufs Brettchen, das ist ja kein Thema. Naja, man sieht wieder, dass du links hinter bist, ne? Und wie würdest du das Thema Würzen sehen? Denkst du, wir werden noch Salz benötigen? Hat das Salz im Nudelwasser ist, würde ich sagen, nein. Ja, nicht nur das. Das Nudelwasser ist gesalzen. Parmesan ist von Haus aus sehr salzig. Und der Speck ist von Haus aus auch sehr salzig. Das heißt, Salz wird man vermutlich überhaupt nicht mehr brauchen. Aber was richtig lecker ist, ist ganz am Ende noch was drüber zu machen. Denk mal an die Mama. Du bist schon wieder bei so einem Alltime Classic Muskatnuss? Nee, was macht die Mama gefühlt über jedes Essen hinterher? Ach so, Pfeffer, ja. Pfeffer frisch gemahlenen Pfeffer, das ist halt einfach geil. Ja, das sollte noch 120 Gramm sein. Ja, das passt. Und dann würde ich sagen, gibst du einfach erstmal die Hälfte zu der Einmischung und den Rest machen wir so ein bisschen hinten hinterher noch dran. Ja, kannst ruhig noch so ein bisschen. Mit der Schlage? Ja, kannst du einfach miteinander vermengen. Schlagen musst du das jetzt nicht mehr. Einfach, dass das schön miteinander verbunden ist. Ja, genau. Und jetzt heißt es eigentlich erstmal nur noch warten, bis das Nudelwasser kocht, die Nudeln dann reingeben. Also wir machen, wie gesagt, die Soße jetzt nicht vorher, Luis. Das heißt, erst wenn die Nudeln fertig sind, also wirklich auch die Nudeln fertig sind, die dürfen hier ruhig ein bisschen al dente sein, weil wir geben die ja nachher noch in die Pfanne und dann garen die noch minimal nach. Und ja, das heißt, erst wenn die Nudeln fertig gekocht sind, machen wir weiter. Kleiner Timeskip. Genau. Nudelwasser kocht, dann können wir einmal Deckel raus. Und weißt du, wie du die jetzt am besten da reinmachen kannst? Ja. Yeah. Oh, das hast du schon in meinem Kochkursvideo gesehen, richtig? Natürlich. Naja, so ganz habe ich das nicht gemacht. Ja, so ein bisschen fächerartig und dann fallen die gleich wunderbar da rein. Ich glaube, trockene Nudeln essen ist auch ein reines Männerding. So ein bisschen sich verteilen. Sehr gut. Dann
machst den Deckel wieder drauf. So leicht schräg. Ja. Luis, schau mal, wenn das so extrem sprudelt und teilweise, also man sieht, man hätte tatsächlich noch einen Tacken weniger Wasser reinmachen können, deswegen auch nur so zwei Drittel ungefähr, weil das Wasser hier so ein bisschen rechts und links überschwappt. Ne? Ich habe wir haben schon extra den Deckel schräg draufgelegt, damit der Wasserdampf besser entweichen kann. Du kannst aber auch jetzt einfach eine Stufe geringer stellen. Schau mal. Genau, siehst du es? Was? Nimm mal Deckel hoch, schnell. Genau. Setzt du nochmal schräg drauf. Und dann stellst du einfach auf Stufe 8 runter. Hast du schon? Yep. Genau. Das sind so ein bisschen die Tipps, wenn das Wasser zum Überkochen droht. Man kann auch übrigens, wenn das Wasser überkocht, ohne Deckel einfach einen Kochlöffel nehmen. Einfach einen ganz normalen Holzkochlöffel. Und den quer da drüber legen. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen, aber das Wasser kocht dann auch nicht mehr über. Boah, Luis, woher weißt du das denn? YouTube. YouTube, ja, YouTube ist sowas super. Ja, sollen wir das denn mal demonstrieren? Mach das doch mal. Nimm mal den Kochlöffel, den du gerade hattest. Soll ich dir sagen, warum das ist? Wieso? Ja, dadurch, dass, also der Holzlöffel bricht ja sozusagen jetzt den Wasserdampf. Und dadurch kann das nicht mehr richtig überkochen. Also zumindest nicht mehr so hoch schäumen, wie wir das jetzt gerade hatten. Ne? Wir hatten ja jetzt vorhin, dass das so hoch geschäumt ist und richtig zum Überlaufen drohte. Und in dem Moment, wo da wirklich der Schaum hochkommt, bricht der Kochlöffel sozusagen den Dampf und deswegen sackt der Schaum wieder ein. So, die Spaghetti sind fertig, Luis. Dann nimmst du jetzt die Nudelzange, die habe ich dir ja schon bereitgelegt. Genau, und was habe ich gesagt? Topf kannst du ausmachen. Ja, kannst du ausmachen? Nee, das ist der falsche Herd. Nein. Doch, der andere ist an. Das ist so blöd, man sieht das nicht richtig. Die musst du ausstellen. Genau. Und jetzt verfachtest du sozusagen die Spaghetti in den Topf, wo wir den Speck angebraten haben. Und da darf ruhig Nudelwasser mit darüber schwappen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Rüber. Wir brauchen sogar Nudelwasser. Rüber. Schön, wie eine Lehrer früher an der Tafel. Ja, die zwei Futzeldinger kriegst du dann immer raus, ey. Brauchen wir dann noch? Ja, ne? Lass mal stehen, lass mal stehen. Jetzt nimmst du mal da eine Soßenkelle bitte raus, damit wir eventuell, ja, rechts vorne, damit wir eventuell noch etwas Nudelwasser rüberheben können so? In die Pfanne. Ja, mach mal ein bisschen, die Hälfte davon. Ja, so, und jetzt kannst du schon mal die Eimischung da rein. Einfach drauf. Einfach drauf. So, schnell. Oh, hast du schon gewonnen? Nee, es ist der Käse. Alles gut. Ist gut, Luis. Nimmst du da mal eine Zange raus? Fest. Rühren. Verrühr mal. Richtig schön verrühren. So, und jetzt sieht man, dass es cremig dicklich wird. Ich glaube, gewonnen ist es nicht. Das ist teilweise auch der Parmesan. Ist genau richtig so. Siehst du? Das heißt, die Restwärme hat halt hier echt ausgereicht. So, Speckpupp. Ja, und dann können wir hier ins Anrichten gehen. Dann kannst du das auf beide Teller verteilen. Ach, und denk dran, der Andi hätte auch gerne noch was. Lass ihm einfach was in der Pfanne. Soll ich mit dem Teller näher kommen? Mmh.
müssen wir den Rand noch schön machen. Bist du den anderen Teller? Wo bist du denn weg? Na super. Alles klar. Dann gehen wir jetzt gleich mal verkosten, ne? Musste man einfach warten, dass die Nudeln natürlich kochen. Ja, die Zwischenzeit kannst du nutzen und die Küche ist auch immer einfach. Bullshit, das macht keinen Sinn. Wer jetzt hier natürlich einen Induktionsherd hat, der ist gesegnet, ne? Dann geht das mega schnell. Und man kann einen Tisch decken, wenn man für andere mit kocht. Weil man muss ja dann noch zügig servieren. Deswegen probieren wir jetzt mal. Ist schon was Feines, ne? Am besten so einen ganzen Käse leicht zusammengewürft. Nudelwasser machen können. Damit die Soße noch ein bisschen cremiger ist. Also passt einfach nochmal auf, wenn ihr es nachkocht, dass ihr erstmal sparsam mit dem Nudelwasser seid und ihr könnt lieber nachher noch was dran geben, damit die Soße ja, ein bisschen cremiger wird. Aber wie gesagt, wenn sie mit dem Nudelwasser schon dran ist, dann kriegen wir sie nicht mehr wieder schön in diese dickliche Konsistenz.